Hallo Iris. Hallo. Was machst du denn da? Ich pipettiere gerade meine PC, ja? Na, können wir dir ein bisschen dabei zugucken? Ja, klar. Hast du Lust, uns noch ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit zu erzählen? Ja, klar. Ich stelle noch kurz meine PC in die Maschine und dann erzähle ich euch mehr. Iris, wie bist du denn hierher nach Gartersleben gekommen? Das war mehr oder weniger Zufall. Ich hatte mich eigentlich für eine andere Doktorandenstelle hier im Institut beworben. Daraus ist aber nichts geworden und mein jetziger Chef ist dann aber auf meine Bewerbung aufmerksam geworden und daraus hat sich dann diese Stelle ergeben und ich bin auch hier sehr glücklich damit. Und woran arbeitest du in deinem Projekt? Ich arbeite zum einen daran, die CRISPR-Cas9-Technologie für uns im Labor, die Anwendung einfacher zu gestalten. Und zum anderen versuche ich, einen pilzresistenten Weizen zu generieren mit der Technologie. Was interessiert dich denn besonders an deiner Arbeit? Also ich entwickle ja ein System, um die Anwendung der Technologie leichter zu machen. Und das ist auch ein gutes Stück Pioniersarbeit, da wir neue Sachen entwickeln, neue Sachen testen. Und das ist schon sehr spannend. Gibt es ein Ereignis, das dir in besonderer Erinnerung geblieben ist? Ganz besonders ist mir in Erinnerung geblieben, als wir das System das erste Mal angewendet haben und wir dann auch positive Ergebnisse bekommen konnten. Ja, sehr cool. Dankeschön. Sehr gerne.